So, damit haben wir das und... Ach komm, da oben dann gleich raus. Ich verstehe. Okay. Wir machen jetzt aber erstmal Luftschloss-Romantik 2-5. Weil da oben kämen wir dann gleich nach 2-6. Und das wollen wir ja vorerst nicht. Wir wollen jetzt ja dann schon alle Level durchspielen, natürlich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das wird jetzt wahrscheinlich... Was ist das für eine Musik? Ja, brauche ich ihn? Brauche ich ihn nicht? Natürlich fliegen hier jetzt Pinguine durch die Gegend. Sieht auf jeden Fall cool aus, aber mir gefällt es noch gar nicht, dass die jetzt einfach so schnell daher geflogen kommen. Ach, das ist die... Das sind diese Windminen aus dem zweiten Teil, oder? Ich glaube, da gab es wirklich bloß ein Level, das die Musik hatte, wenn ich mich recht erinnere. Aber es war furchtbar ätzend. Aber ich glaube, das soll die Musik sein, wenn ich richtig liege. Da unten ist ein Stöpsel. Schnappen wir uns gleich, nachdem wir ihn erledigt haben. Zack. Okay, dort hinten erscheint immer... Okay, ich verstehe. Muss man genau abpassen. Ja, schön. Hat überhaupt nichts gebracht. 055 bisher. Okay, da sind nochmal zwei. Da sind drei. Da ist eine Staude, gut. Zwei Stauden. Vollkommen in Ordnung. Und Puzzleteil, ja, schön. Okay, 155 haben wir. Oh je. Vor allem die Felsen im Hintergrund sind halt so cool gemacht, finde ich. Okay, das ist bloß ein Stein da hinten im Hintergrund. Nichts weiter Verdächtiges. Okay. Halt. Gut, auf die kann ich einfach so drauf springen. Das ist kein Problem. Mache ich auch mal. Vielleicht gibt es ein Puzzle. Ja, tut's. Schön. Ja, da käme ich eventuell auch so rüber, aber ich will mal jetzt gerade nichts riskieren. Bleib jetzt mal hier ein bisschen ruhig. Muss ich da hin jetzt rein? Nee, okay. Aber vielleicht eventuell irgendwann. Ich sehe schon, was ich tun muss. Oh oh. Oh je, oh je. Ich hoffe, hier muss ich ja nicht alles einsammeln für... Nee, da ist ein O. Das O will ich aber ganz gerne haben. Halt, oh, okay. Ah, und... Wo sind wir denn jetzt? Ach, du große Güte. Jetzt sind wir über den Wolken. Coole Sache. Schnaps, Dort unten ist ein Puzzleteil. Wie komme ich denn da ran? Achso, ich muss die Plattform abwarten. Ja, genau. Okay. Ich verstehe. Das haben wir... Na toll, ein Herzchen. Danke. Ich hoffe nur, ich komme da dann hin. Ja, geht ganz gut. Und zack. Schön. Haben wir das? Ja, ich hole mal alle Bananen hier, auch wenn es ein bisschen arg ätzend ist gerade. Gut. Das ist eine Münze. Toll. Ich hasse es, wenn die Belohnungen so... schlecht sind. Achso, und da kann ich jetzt mit dem durch den Trampolin-Effekt drauf, genau. Gibt's da drüben noch was? Nein. Jetzt. Ja, hat perfekt gepasst. Wurden die dadurch jetzt freigeschalten? Ich weiß es immer irgendwie nie. Keine Ahnung. Ach so, okay. Ich dachte gerade, was muss ich hier denn jetzt machen? Aber ich sammle mal alle Bananen ein. Da oben ist das G schon, okay. Ja, 3 von 5 haben wir auch schon. Also irgendwie bekomme ich es hier immer ein bisschen schlechter mit, wann wir irgendwelche Sachen einsammeln. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Okay, es hat gar nichts gebracht. Schade. Wir haben das G schon. Ach toll. Großartig. Ich hasse es, wenn das passiert, aber ich gehe mal da noch nicht rein, weil hier drüben gibt es sicherlich noch ein Puzzleteil. Ich hoffe auf 2, aber nee, es scheint bloß 1 zu sein. Oh Gott, eine riesige Hüpfburg. Okay, was bekommen wir?
Nein, was... Oder was ist das? Oh, wow. Das ist ein bisschen... Das ist sehr cool auf jeden Fall, aber... auch ein bisschen verstörend. Da... Da will ich rein. Oh Gott! Hör auf damit! Ist es jedes Mal, wenn ich drücke, wird schneller? Ich glaube schon. Na, wenigstens hat es jetzt einen guten Takt. Okay, wow. Das war anstrengend. Aber bloß, weil dieser Kreis in der Mitte nicht das gemacht hat, was man will. Aber wie gesagt, wenn er einmal so schnell ist, dann ist er eigentlich in Ordnung, weil dann kann man die ganze Zeit Dauerfeuer machen. Okay, aber wir haben trotzdem noch eins verpasst. Ein Puzzleteil. Schade. Egal. Machen wir einfach weiter. Reicht es? Ach, es hätte gereicht, wäre ich nicht geflogen. Na, egal. Leben brauchen wir eh nicht mehr zwingend. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade 98 oder sowas. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, 555. Das ist irgendwie, ja, gerade eben so ein bisschen typisch. Aber solange wir die Kong-Buchstaben sammeln, geht's eigentlich klar, würde ich sagen. Also ist nicht ganz so schlimm. So, und dann schauen wir uns dann noch das letzte Level an. Bin mal sehr gespannt. Bimmelbammel. Das letzte Level, bevor wir dann zum Boss kommen von der Welt. Ich habe fast das Gefühl, das wird eine Eule sein. Nur bloß, weil Eulen hier so das entsprechende Thema waren, von der Höhe und sowas. Na, schauen wir mal. Bimmelbammel. Was ist das denn für eine Musik? Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Schwierig, wirklich, wirklich schwierig bei denen. Weil es sind halt wirklich an sich eigene Lieder, die manchmal Hintergründe von alten Kong-Teilen haben. Aber es ist jetzt nicht wirklich so wie im Country Returns, dass es wirklich richtige Remixes sind. Sondern, ja, sie sind immer so ein bisschen angelehnt, was ich sehr schön finde, weil dadurch behält es halt so ein bisschen seinen eigenen Flair. Und das Spiel hat jede Menge von seinem eigenen Flair. Was passiert jetzt? Okay. Wieso gibt es da oben nochmal eine andere Schiene? Oh je, oh je, oh je. Die ganze Zeit einfach bloß ein Rutschlevel. Gibt's das jetzt auch? Runter. Okay, wie viel gibt's denn? 1 von 5 und Kong. Natürlich Kong wieder. Wir haben K. Oh Gott. Das kann natürlich anstrengend werden. Ich nehme dich mal mit. Mein kleiner klitschiger Freund. Achso, da muss ich auf den Sardinenschützen warten. Okay. Das kann ich. Außerdem geht es mit Dixie natürlich auch noch ein bisschen leichter und Bonus-Level. Schauen wir mal, was wir bekommen. Was ist das jetzt? Bloß wieder das. Ja, und das meine ich halt. Also, das war jetzt in einer Welt irgendwie 4 oder 5 Mal das Bonus-Level. Und ja, klar, man hat die Dings erhöht, die Puzzleteile so ein bisschen erhöht, die man sammeln muss. Und dadurch halt auch die Bonus-Level. Aber dafür hätte man dann halt auch den Bonus-Level-Pool erhöhen müssen, meiner Meinung nach. Ist ein bisschen schade. Weil da mehr Abwechslung, das wäre natürlich auch interessanter gewesen. Okay. Haben wir das? Ah. Aber es ist hier halt echt schwierig, da alles zu bekommen. Schwupp. Oh Gott. Vor allem ist es immer noch die zweite Welt. Von 7, wie man ja gelesen hat. Deswegen, ich bin mal echt gespannt, wie das noch wird. Okay. Ein bisschen eine Rutsche. Oh je, oh je, oh je. Zum Glück habe ich Dixie. Das hat jetzt nichts weiter gegeben. Schade. Weil eigentlich sah es so aus, als würde es da noch irgendwas weiteres dann geben. Tja, keine Ahnung. Ich behalte mal Dixie. Da geht es nicht runter. Interessant. Ich hätte schwören können, dass es da runter geht, aber da geht es runter. Ja, das war gar nicht so gut. Okay, was bekommen wir? Bloß eine Münze, schade. Hier geht's runter. Ach, dann geht's da wieder hoch. Ah, ich verstehe. Okay. Ja, mit Fesseln gefällt mir nie. Mit Fesseln ist meistens... Okay, ja, das geht. Das ist so mehr oder weniger so ein Standardding.
Kommen wir hier gleich mal rüber, genau. Können da drüben eines einsacken. Ja, ja. Das passt eigentlich. Die Art von Bonuslevel. Okay. Damit haben wir 3 von 5, glaube ich. Geht eigentlich, ja genau, 3 von 5. Und wir sind beim N. Ja, nee, das N brauchen wir sogar noch. Okay, vielleicht passt es, ja. Okay, ich dachte gerade, da wären... okay. Ja gut, ob jetzt Bananen oder Münzen, das sind mir eigentlich beide gerade egal. Dann eher vielleicht doch noch die Münzen, ja. Ja, das... Aber da war ich aus dem Takt, weil ich nach der einen Bananenstaude gesprungen bin. Ach, wir haben eh schon 99 Leben. Gut, dann ist ja wirklich gut, die Münzen einzusammeln. Weil dann bringen wir die Bananen rein, gar nichts. Also größtenteils. So, ach so, jetzt habe ich da nicht alle eingesammelt, aber es hat ja eh nichts gebracht, wie ich das gesehen habe. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas übersehen, kann natürlich genauso sein. Na, schauen wir mal. Ich behalte hier auf jeden Fall mal Dixie. Zack. Weil die hat mir doch schon ganz gute Dienste hier geleistet. Das war bloß eine Münze, egal. Von den Münzen haben wir ja knapp erst die Hälfte. Ja, 408. Und da können wir auf jeden Fall auch mal ein paar ausgeben. Gerade für Squawks oder sowas brauche ich dann wahrscheinlich ein paar. Wenn ich dann mal wirklich auf Sammeltour gehe. Sollte mich das Spiel dann irgendwann mal zurücklassen zur ersten Welt. Aber in der zweiten auf jeden Fall auch. Hier und dann hier runter. Danke. So wollte ich das machen. So, darüber. Ja. Okay. Oh Gott. Okay, ich musste nichts machen. Gut. Glück gehabt. Was bekommen wir hier? Vielleicht ein Puzzleteil? Oh, wieso ist die eine so schnell? Nee, es sah bloß so aus, als wäre die eine deutlich schneller verschwunden. Ich will da nicht weiter, sondern gleich da hoch. Aber wie gesagt, eine wunderschöne Welt. Irgendwas... Ach so, das bricht ja alles ein. Ich wollte gerade sagen, gibt es jetzt irgendwas Gemeines? Weil es sah so einfach aus. War es auch. Also es war irgendwie zu einfach. Große Glocke heißt Ende. Na, beinahe. Wir müssen noch hoch. Ah, ein Puzzleteil und ein... okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sardinenschütze, für dich habe ich keine Zeit. Wieso fliegen die da Sardinen nach oben? Ich frag gar nicht. Ich habe den jetzt mal ausgelassen. Halt, da geht's runter. Ja, danke. Okay. Alle Puzzleteile, jetzt brauchen wir bloß noch das G. Das sollte ja relativ offensichtlich sein da drüben. Okay. Schön. Haben wir hier nochmal alles? Jetzt müssen wir bloß noch nach Hause bringen. Geschafft. Okay, Bananenmünze. Nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben ja eh 99 Leben. Gut, mal wieder ein Level komplett. Das passiert hier relativ selten. A in der Welt und B in dem Spiel allgemein. Also die Geheimnisse sind schon mieser versteckt. Das Spiel allgemein ist schwerer. Finde ich aber eine schöne Sache. Also ja, es ist nicht unglaublich schwer jetzt, aber es ist knifflig. Zwischendurch immer wieder knifflig, vor allem wenn es dann halt hektisch wird.